Hallöchen, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen mit Stets auf Zack, auch Huckepack und mit Guild Wars 2 wieder mal unterwegs. Und meine Wenigkeit. Ja, liebe Freunde, ihr werdet euch sicherlich schon mitgekriegt haben, warum ich, sag mal schnell, bei den jetzigen momentanen Guild Wars Folgen nicht mal zum Schluss abmoderiere. Das hat einen ganz triftigen Grund, und zwar, ich bin jetzt momentan ja auch wieder so ein bisschen berufstätig und nehme zurzeit die Folgen im ganzen Stück auf und schnibbel mir halt dann die Parts dann so zurecht. Und ja, ist für mich erstmal in dem Moment schneller, wenn ich das im ganzen Stück aufnehme, als wenn ich das immer dann halt Folge für Folge. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und ja, aber trotz alledem möchte ich für euch immer eine Guild Wars Folge raushauen. Und von daher denke ich mir mal, könnt ihr mir bestimmt verzeihen. Denke ich mal, ne? Oder? Ja, ich glaube schon, ne? So, des anderen ist ja seit dem 25.06., also ne, letzten Monat, wir haben ja jetzt bereits Juli, wenn ich mich nicht irre. Oder? Warte mal, ich muss mal hier. Nein, wir haben noch keinen Juli. Wir haben jetzt heute den 30. Juni, und zwar am 25.06. ist ja das Event eingeleitet worden, und zwar die Himmelspiratenangriff der Aetherkling. Und im Shops gab es auch natürlich am 25.06. neue modische Gegenstände. Und ich werde aber die Event-Quest oder das Event nicht spielen. Ich werde es auslassen. Wir werden uns ganz normal fortbewegen hier in Guild Wars und unsere Wege fortführen mit unseren Hauptquesten und Nebenquesten und was es noch so Schönes gibt. Also ich werde das Event jetzt nicht spielen, von daher werde ich einfach mal gucken, was wir jetzt hier eigentlich als nächstes machen. Wir haben ja jetzt noch als nächstes eigentlich hier die Hauptquest Kämpfe für Gute oder Gute. Überzeuge Fibra, Volkssohn, zu den Wachsamen zu stoßen. Begebt euch zu Fibra auf dem Bierrad beim Kroba-Pass. So. Nicht Kroba, sondern Kroga-Pass. Sorry. Wir werden mal gucken, wo das eigentlich jetzt hier mal auf der unserer schlauen Karte ist. Ich weiß das nicht. Und von daher werde ich mal hier schauen. Ich denke mal, warte mal, ist es da? Kämpfe für Gute. Ah, das ist ja ganz in Nähe. Dann werden wir uns mal dahin porten. Und dann werden wir mal schauen, was wir da jetzt sozusagen als nächstes auf uns warten wird. Ich bin echt gesagt schon sehr gespannt drauf. Momentan geht es ja so ein bisschen holter die Polter, wollte ich gerade sagen. Nein, so ein bisschen rasant durch mit unseren Hauptquesten, weil wir ja so mit den Level auch schon etwas höher waren, und von daher habe ich mich mal so gedacht, ach, können wir eigentlich mal. Moment, ist hier gerade so ein Teleporter angezeigt? Nicht, dass wir hier woanderwärts eigentlich hin müssen. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir gedacht. Wir müssen hier in der Ecke hin. Und zwar da. Also müssen wir uns da unten hin porten. Da habe ich mich natürlich ein bisschen verguckt. Also porten wir uns erstmal zum Loners Pass hin und werden dann uns dort auf dem Weg hin marschieren. Weil, das ist immer so, wenn ja diese, ne, diese Portale sind, ne, diese Durchgangsportale, da werden ja die Hauptquests ja immer durchgehend angezeigt bis zum nächsten Portal. Ah, habe ich ein bisschen übersehen gerade, aber naja, egal. Was soll's? Ne? Was soll's? Ja, können wir uns auch ein bisschen hinlaufen. Ich wollte gerade schon wieder die Taste zum Schnelllaufen drücken. Ah, ich zeug eindeutig zu viel Warframe. So. Da ist nämlich dann auch wieder ein neuer Durchgangsportal. Da werden wir ja dann mal durchmarschieren. Ach, wir können ja eigentlich auch hier den Schnellbuff mal benutzen. Na los, schlag mich und ich schlage zurück. Dann können wir ein bisschen schneller laufen hier. Wir haben doch keine Zeit. Ja. Aus dem Weg. Und durchgesprungen. Braumgrenzenfälle. Ah ja. Wieder mal ein schönes Bild von Guild Wars 2, finde ich. Oh, das ging ja aber rasant durch hier. So, schau jetzt aber nochmal schnell auf unsere schlaue Karte, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Hier haben wir natürlich wieder Hologrammprojektoren, da auch.
Und hier vorne müssten wir jetzt eigentlich hin. Was ist das eigentlich hier für ein Gebiet? Welches Level? 50 bis 60. Ach du heilige Makrele. Ich hoffe, ne? Wir versuchen es. Wir werden es einfach versuchen. Und was anderes können wir ja nicht machen. So. Wir werden es einfach mal versuchen. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann müssen wir halt wieder ein paar Nebenquests machen. Um uns hier ein bisschen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier sind wieder ein Haufen Doljaks. Was? Verprügelt die Betrunkenen, Skrit, bis sie parieren. Aha. Hier sind wieder Wölfe, hier sind wieder Skrit, das ist klar. Das ist ja auch wieder, ne? So ein komisches Gebietchen. Ich will mal hier mal kurz zu dieser Wegmarke hier, zu dieser... Was ist das hier? So, wollen wir mal gucken. Hologramm. Au. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach du Scheiße. Was hat mich dann jetzt hier freigerufen? Ach du Scheiße. Ach du heilige Makrele, das wollte ich ja nun gar nicht. Schießt auf den eigentlich, auf mich hier. Hier, auf den dicken hier, auf den dicken Transparenten. Aua, 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 Hilfe, Hilfe. Ich hoffe, das geht gut hier. Das war total unbewusst, was ich gar nicht machen wollte. Wir könnten normalerweise eigentlich hier flüchten, aber das mache ich nicht. Ich versuche den noch hier zu killen. Ja. Siehst du, ging doch ganz gut. Jetzt müssen wir die Doljaks natürlich auch hier von ihren Leib befreien. So wie es mir tut. Aber was soll's. So, wenn das hier ganz immer ein bisschen einsammeln noch. Nein. Ach, was soll ich da mit dem scheiß Wasser? Gut. Da haben wir ihn natürlich. Was ist er hier für einen? Der betrunken, ne? Also. Gut, da haben wir die natürlich hier erstmal gezeigt, hier, wer der Chef ist. Wer der Hahn im Hühnerstall ist. Und natürlich gibt es auch immer noch diese Kisten. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal hier in die Instanz rein, so. Und schau mal, Kampf fürs Gute. Yeah. Dieser Bierrat ist für Turnier-Champions. Sicher ist für Paar hier und gibt Geschichten von seinem Ruhm zum Besten. Aha, vor Paar. Also wir müssen jetzt erstmal hier uns den Weg hier lang marschieren. Ich habe von Orr geträumt. Genau wie Kaith. Doch wo sie... Wenigstens hatte Kaith ein greifbares Ziel. Ja, ja. Ich wusste kaum, wo ich anfangen sollte. Habt ihr sie alle getötet? Sie waren mir 20 zu 1 überlegen. Aber es waren ja nur ein paar Greife. Ich starrte dem Größten in die Augen. Dann stürmte ich vor. Schlachtrufe, Schnäbel, Federn. Schlussendlich beugte sich der mächtige Greifenkönig mir. Und ich ließ ihn frei. Unglaublich. Einfach unglaublich. Wollt ihr von meinen Heldentaten hören? Natürlich, natürlich wollen wir das. Gib mal an, hier wie eine Stange Nacktschafen. Oho, ihr seid von den Wachsamen. Kommt endlich jemand, um dem siegesvollen Philpar Joxon die Ehre zu erweisen? Ich bin für General Seelenhüter hier. Löwenstein ist in Gefahr und die Wachsamen brauchen jeden Soldaten. Ihr wisst aber, dass Siegesvoll kein Wort ist, oder? Löwenstein verteidigen? Eine edle Sache. Trotzdem klingt es, als wäre ich nur ein Schwert unter vielen. Sowas liegt mir nicht. Und es ist wohl ein Wort, wenn ich das sage. Eure Turniererfolge werden nur von eurem Ruf als Spielernatur übertroffen, Philpar. Ich schlage eine Wette vor. Meine Begleiterin und ich gegen den Rest von euch. Was? Ha! Ihr wisst aber, dass euch ein Lager aus Turniersiegern entgegensteht, oder? Ihr seid siegesvöllig wahnsinnig. Wenn wir gewinnen, dann helft ihr alle bei der Verteidigung Löwensteins.
Und wenn ihr gewinnt, Wenn ich gewinne, müsst ihr meinen Lieblingsdoljak ins Lager tragen. Er kommt den steilen Berg nicht hoch. Macht euch bereit für den Kampf! Oh Mann. Da will jemand den großen Fepar herausfordern. Versammelt euch! Oh Mann. Diese Wette tragen wir aus wie ein echtes Turnier. Ach du Scheiße. Herausforderer, macht euch bereit. Als Erste im Ring, eine Schönheit mit Augen so scharf wie ihre Pfeile. Famke, die Gerechte. Auch ihr Partner hat etwas. Vjard Klingenborn. Zwei Dolche, ein Todesstoß. Bereit? Lasst es donnern! Schließt euch mir an! So. Da wollen wir hier mal ein bisschen Gas geben, wa? Ach du heilige Scheiße, hoffentlich schaffe ich das. Klingenbohr. So, ich wechsle mal um hier zu meinen Granaten. Ja, mal gucken, ob wir das hier schaffen. Okay, haben wir es geschafft? Ja. Alter, das ist schon der nächste. Ausgezeichnet. Ein erstklassiger Kampf. Die erste Runde haben die Herausforderer überstanden. Die zweite Runde wird härter. Was? Noch härter? Verdunkelt sogar die Sonne. Du Scheiße. Dunkelberg, sein holdes Weib. Ess mit Rabengeflüster, aber mag die Dunkelheit. Gib fein acht. Ihre er ist Krieger und sie scheint vielleicht irgendwie... ...mit ihrer ganz eigenen Magie. Willkommen, junge Ayla. Seid ihr alle bereit? Wohl an. Lasst es donnern. Okay. So mache ich das. Aber ich muss hier mal hier den erstmal erledigen. Ach du Scheiße. Aua, Hilfe, Hilfe! So, hier Giftbomben aktivieren. Bisschen heilen. Au! Das ist mal ein Sieg, den es zu besingen lohnt. Ach du Scheiße, worauf habe ich mich hier eingelassen? Da verliere ich. So. Muss mir kurz heilen. Wunderbar. Das ist mal ein Sieg, den es zu besingen lohnt. Au. Welch Ruhm. Heute Abend wird gefeiert. Das ist mal ein Sieg, den es zu besingen lohnt. So, jetzt muss ich mal umwechseln zu den Pistolen. Oh, mich bringt nichts zu Zeit. Heilen, Attacke nicht vergessen zu drücken. Vergiften. Ah, haben geschafft, okay. Oh, Alter. Scheitermeister der Wachsamen. Schmeckt meine Siegvölligkeit. Ich, Fepar Yoxon, bin der Donner. Was? Haben wir jetzt nun gewonnen? Oh, war ja. Haben wir nicht. So, jetzt müssen wir gegen ihn natürlich kämpfen zum Schluss. Und wenn wir ihn dann besiegt haben, dann haben wir ihn natürlich auch auf unsere Seite. Unsere Granaten im Nahkampf sind echt ein bisschen... Alter, wo schießt du denn hin? So. Oh, schön. Das ist ich ergebe mich. So, wir haben gewonnen. Besser. Sehr schön. Beeindruckend.
Ich muss gestehen, ich hätte den Wachsamen nicht so viel Talent zugetraut. Vielleicht ist euer Orden mächtiger, als ich dachte. Ihr helft uns also im Kampf gegen Saitans Schergen. Anon hält immer sein Wort. Meine Freunde und ich kämpfen für die Wachsamen in Löwenstein. Gemeinsam werden wir siegesvoll sein. Das ist immer noch... egal. Siegesvoll, jawohl. Wir sehen euch dort für paar. Kriegsmeister, leiht mir kurz euer Ohr. Ich habe unsere Möglichkeiten bedacht. Die Orianer haben sich eingegraben. Es wird äußerst schwer, die Klaueninsel zu befreien. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Traherne. Ich habe sie nicht aufgegeben. Die Hoffnung wird uns führen. Ich spüre, dass wir uns Weisheit vom blassen Baum erbitten sollten. Wenn jemand weiß, wie man Saitan besiegt, dann ist es die Mutter. Trefft uns im Hain und dann sprechen wir vor der Schlacht mit ihr. So tapfere Helden, bereit so viel zu riskieren. Aber haben wir überhaupt eine Chance zu siegen?